Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. Wie du aufhörst, dich zu verstecken. Darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode und ich glaube, dass diese Folge zu einer meiner absoluten Lieblingsfolgen werden wird, weil das einfach so ein großes Thema ist, so ein wichtiges Thema, das vor allem uns Frauen in unterschiedlichsten Lebensbereichen mehr betrifft, als wir es glauben. Aber bevor wir zu diesem spannenden Thema kommen, noch ein kleiner Hinweis. Nur alle 9 Monate und dann nur für 14 Tage öffnet mein Selbstliebe-Kurs in der Variante nur für dich oder Selbstliebe-Trainer mit staatlichem Zertifikat. Und jetzt gerade ist es wieder soweit. Seit letzten Donnerstag sind die Türen geöffnet. Im Moment sind bereits fast 50% der Plätze ausverkauft. Wenn du Interesse hast und mehr darüber erfahren möchtest, über diesen einzigartigen Lehrgang, dann schau unten in die Caption rein. Da findest du mehr Informationen oder schreib mir gerne ein Mail an melanie@honigperlen.at. Aber jetzt lass uns loslegen und ich starte heute einmal wieder mit einer schönen Anekdote, die das Thema auf den Punkt bringt. Es geht um Lina. Lina zieht es vor, sich beim Gruppenfoto lieber ganz weit nach hinten zu stellen. In der Gesellschaft anderer würde sie sich nie in den Mittelpunkt drängen. Das ist einfach nicht ihr Stil. Generell ist sie eher der unauffälligere Typ, der es nicht mag, über sich selbst oder gar über seine Erfolge zu sprechen. Sie arbeitet lieber im Hintergrund und wenn sie doch einmal etwas zu sagen hat, überlegt sie lange hin und her, nur um es dann wieder zu verwerfen, weil sie glaubt, dass ihre Meinung sowieso niemanden interessiert. Obwohl sie es nicht bemerkt, versteckt Lina auch Anteile ihrer Persönlichkeit, und zwar all jene, von denen sie unbewusst denkt, dass sie anderen nicht gefallen könnten. Denn Anecken oder gar auf Ablehnung zu treffen, das wäre der Horror für sie. Aber dennoch ist da eine Sehnsucht in Lina, nämlich die Sehnsucht, endlich einmal aus ihrem Schatten hervorzutreten und mit all ihrer Authentizität zu strahlen. Aber ich glaube, dafür bin ich einfach nicht gemacht, denkt Lina und möchte ihren Traum schon fast aufgeben. Ja, vielleicht hast du dich im ein oder anderen Bereich ein bisschen in der Lina wiederentdeckt, die ich jetzt mal so konfiguriert habe, dass sie eine klassische Frau ist, die sich in unterschiedlichen Lebensbereichen gerne versteckt oder unbewusst versteckt, wahrscheinlich nicht gerne aus ihrem eigenen Willen heraus. Die Frage ist, versteckst du dich auch? Hast du hier oder da eine Verbindung zu Lina gespürt oder dich sogar ein klein wenig in der ein oder anderen Anekdote 1:1 wiedererkannt, dann bist du bei diesem Podcast genau richtig. Ich möchte mit dir über das weit verbreitete Thema sich verstecken und wie tief das in unserem Unterbewusstsein gerade bei Frauen steckt, sprechen. Nach einer groben Einschätzung neigen 30-50% der Menschen, also extrem viele dazu, sich zurückzuhalten bzw. sich zu verstecken. Was die Ursachen dafür sind und wie du sie aufbrechen kannst, um eben aus deinem Schatten hervorzutreten und endlich authentisch dein volles Potenzial zu leben, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Wir starten mit einem kleinen Selbsttest. Neige ich dazu, mich zu verstecken, ist der Titel des Tests. Zähle alle Anzeichen, die auf dich zutreffen, mit. Nummer 1. Du bleibst in der Gruppe oft im Hintergrund. Nummer 2. Du bist selten diejenige oder derjenige, der die Offensive ergreift. Nummer 3. Du vermeidest Risiken jeder Art und scheust dich davor, neue Dinge auszuprobieren. 4. Du schätzt dein Selbstvertrauen eher gering ein. 5. Du überlegst sehr lange, bevor du deine Meinung äußerst. 6. Kritik ist für dich etwas Schreckliches, mit dem du nicht umgehen kannst. 7.
Den Mittelpunkt überlässt du lieber anderen Menschen. 8. Du kannst dich gut anpassen. 9. Es fällt dir extrem schwer, positiv über dich selbst zu sprechen, vor allem laut vor anderen. 10. Du hast große Angst vor Konflikten. 11. Du neigst zu Schüchternheit in sozialen Situationen. Und 12. Du hast das Gefühl, dich schon lange oder viel zu lange zu verstecken. Wenn du jetzt mitgezählt hast, wie viele auf dich zutreffen und es sind jetzt mehr als 4 Finger oben, dann macht es dich zudem unzufrieden. Das heißt, es ist nicht nur das Thema da, dass du dich versteckst, das dann auf dich zutrifft, sondern du machst dich mit deinem Verhalten auch unzufrieden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Leben ein ungewolltes Versteckspiel ist. Wenn also mehr als 4 zutreffen, dann ist es jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, dieses Versteckspiel zu beenden. Wir machen jetzt aber einen kurzen Exkurs zur Introvertiertheit, bevor es weitergeht, weil vielleicht hat sich der ein oder andere jetzt wiedererkannt und denkt sich, naja, ich bin ja nicht unzufrieden und ich verstecke mich ja nicht, sondern ich bin einfach nur introvertiert. Wesentlich dabei ist der Faktor ungewollt. Das heißt, wenn es da also in dir ein Gefühl gibt, das sagt, ich will auch endlich einmal strahlen und in der ersten Reihe stehen, obwohl du introvertiert bist, dann ist diese Episode und das, was wir gleich vorhaben, die Veränderung für dich richtig. Und zwar ganz egal, ob du dich selbst als Intro oder als extrovertiert einschätzt. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass ein paar Anzeichen auf dich nur deshalb zugetroffen haben, weil du eben introvertiert bist oder zu Introvertiertheit neigst. Wenn das für dich überhaupt kein Thema ist, wenn du also überhaupt nicht denkst, ich verstecke mich und ich will endlich auch mal strahlen, und du happy mit deinem Leben bist, dann brauchst du dich natürlich nicht damit beschäftigen, wie du aus diesem Versteckspiel rauskommst. Wichtig ist aber zu wissen, dass auch Introvertierte es oftmals satt haben, immer in ihrem eigenen Schatten unterzugehen. Und in diesem Fall geh jetzt los für dein Strahlen. Und der erste Schritt ist herauszufinden, woher du das Muster des Versteckspiels hast, woher es kommt. Das kann auf der einen Seite die kindliche Prägung sein. Wer als Kind sehr oft kritisiert oder herabgesetzt wurde, der entwickelt sehr schnell die Überzeugung, dass es sicherer ist, sich zurückzuhalten. Er verbindet zum Beispiel Aufmerksamkeit immer mit etwas Negativem, weil diese früher mehrheitlich aus Schimpfen oder Herabwürdigung bestanden hat. Und dementsprechend ausgeprägt kann die Angst vor Kritik und Ablehnung sein. Ganz nach dem Motto, wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen. Wird daraus eben Zurückhaltung zu deiner Lebenseinstellung. Nummer 2. Wenn ein Kind ständig dazu aufgefordert wird, sich nicht so wichtig zu nehmen, still zu sein oder im Hintergrund zu bleiben, dann folgt daraus schnell die Überzeugung, dass Bescheidenheit eine gute Sache und individuelle Selbstdarstellung völlig unangemessen ist. Das heißt, Menschen lernen so, sich anzupassen und nicht herauszustechen, um akzeptiert zu werden, um angenehm für andere zu sein. Das war der Punkt Erziehung. Und woher kann die Neigung, sich zu verstecken, noch kommen? Von einem geringen Selbstwertgefühl. Ein niedriges Selbstwertgefühl führt dazu, dass Menschen ihre eigenen Fähigkeiten und ihren Wert nicht erkennen und daher glauben, dass ihre Meinungen und ihre Ideen nicht so wichtig sind wie zum Beispiel die der anderen. Sie verstecken sich, um nicht als unzulänglich oder fehlerhaft erkannt bzw. wahrgenommen zu werden, weil in der Tat sind sie es ja nicht, deswegen eigentlich eher, um nicht als fehlerhaft wahrgenommen zu werden. Warum du dich trotz dieser schweren Muster nicht mehr verstecken solltest. Sich zu verstecken hat einen großen Vorteil, nämlich man geht kein Risiko ein, wie du vielleicht gerade an den Aufzählungen, woher dieses Versteckspiel oder diese Neigung, sich zu verstecken kommen kann, erkannt hast. Aber die Nachteile, die überwiegen. Wenn du betroffen bist, dann führ dir diese Nachteile jetzt unbedingt zu Gemüte, um deinen Entschluss, das Versteckspiel zu beenden, jetzt zu bestärken. Nummer 1. Verpasste Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn du dich ständig versteckst, verpasst du Gelegenheiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
Und dies führt zu einem Gefühl der Stagnation und verhindert, dass du dein volles Potenzial, deine volle Freude, deine volle Erfüllung ausschöpfst. Nummer 2, innere Konflikte und Unzufriedenheit. Das Verstecken von Anteilen deiner wahren Persönlichkeit führt zu inneren Konflikten und zu chronischer Unzufriedenheit. Du lebst nicht im Einklang mit deinen Gefühlen, mit deinen Werten und mit dir selbst, was dauerhaft dazu führt, dass du unzufrieden und frustriert wirst. Und Nummer 3, Selbstwertsabotage. Indem du deine Meinung und deine Fähigkeiten zurückhältst, verstärkst du das Gefühl, dass du nicht gut genug bist. Dein Selbstwertgefühl leidet, was sich auf alle Bereiche deines Lebens negativ auswirkt. Also, lass uns jetzt Schluss mit dem Versteckspiel machen. Ich habe gleich in dieser Podcast-Episode einige Tipps, wie du damit beginnen kannst. Nummer 1. Setze dir kleine und erreichbare Ziele. Klingt ganz einfach, beginne mit kleinen Schritten. Das kann sein, in einer Besprechung deine Meinung zu äußern oder in einem Instagram-Post über dich als Person zu schreiben, dich selbst ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu bringen. Übung macht hier den Meister. Setze dir kleine Ziele, erreichbare, über die du dich gerade noch so drüber traust, die deutlich in die Richtung gehen, dich nicht mehr zu verstecken. Nummer 2. Lerne dich selbst zu schätzen. Das heißt, notiere dir jeden Tag zum Beispiel 3 Dinge, die du gut gemacht hast oder auf die du stolz bist. Das hilft dir, deinen eigenen Wert zu erkennen und ja, dir selbst Wertschätzung entgegenzubringen. Je mehr du deine Stärken anerkennst, desto leichter wird es dir fallen, sie auch anderen zu zeigen, dich selbst in einem positiven Licht statt immer wieder im Schatten darzustellen. Nummer 3, bitte Freunde und Kollegen um Feedback. Frage sie, wie sie dich wahrnehmen und was sie an dir schätzen oder mögen. Oft sehen andere unsere Stärken, unsere wertvollen Eigenschaften viel, viel klarer als wir selbst. Nummer 4, nimm die Powerpose ein, bevor du das Haus verlässt, am besten jeden Tag. Stell dich dazu vor den Spiegel, Kinn zur Brust, Hände in die Hüften stemmen, groß machen, gerader Rücken, dann lächeln wie so ein kleiner Held oder eine große Heldin. Halte das Ganze für etwa 60 Sekunden, schau dich dabei im Spiegel an und spüre, wie die Körperhaltung auf dich wirkt. Wie du plötzlich ein imaginäres Bühnenlicht auf dich, das sich auf dich wirft sozusagen, dadurch entstehen lässt. Und Nummer 5, verlasse bewusst öfter deine Komfortzone. Suche gezielt Situationen, die dich herausfordern, ob es ein Vortrag, ein neues Hobby oder ein Treffen mit neuen Menschen ist. Je öfter du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst, desto mehr wächst auch hier wieder dein Selbstvertrauen. Du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich dir hier noch mitgeben möchte, den du des Weiteren auch als Affirmation verwenden kannst. Ich bin der Hauptdarsteller in meinem Leben. Mach dir einmal mehr bewusst, dass du eben nicht die Nebenrolle in deinem Leben spielst. Und dementsprechend darfst du auch öfter im Mittelpunkt stehen. Es darf um dich gehen. Du darfst strahlen und zwar so schön und so weit, dass es jeder sehen kann. Und wenn du dazu gerne mehr Unterstützung hättest, das heißt bei der Arbeit mit deinem Selbstvertrauen, deine Potenziale zu entfalten, Negatives wie Glaubenssätze und Co., dass das verhindert, aufzulösen, deine Selbstliebe zu vertiefen, ja, und dich nicht mehr zu verstecken, dann schau dir gerne meinen 9 Wochen Selbstliebe-Lehrgang, mein 9-Wochen-Programm mit Zertifizierung in der Variante nur für mich oder Selbstliebe-Trainer an. Gemeinsam kommen wir deinen Blockaden und Glaubenssätzen auf die Spur, verändern dein Selbstbild und ebnen den Weg für ein erfülltes Leben voller Liebe und Freude. Der Link ist unten in der Caption und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich heute auch wieder inspirieren konnte und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.